Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Mein Name ist Pyron und wie ihr sehen könnt, Titel, was ich schon gelesen habe, deswegen habt ihr auf das Video geklickt, geht es heute darum, wie ihr Gold macht in Lost Ark. Oder wie ich Gold mache oder die Möglichkeiten, wie ihr an Gold kommt. Vereinfacht, einfach simpel dargestellt, ja. Zuallererst, bedenkt bitte, ja, dass je mehr ihr spielt, desto mehr Gold bekommt ihr. Das hier ist kein... Wie komme ich leichter an Gold ran, ohne meinen Hintern zu bewegen? Das funktioniert nicht, weil ohne etwas dafür zu tun, werdet ihr nicht viel bekommen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn ihr Gold haben möchtet, müsst ihr auch farmen. Ganz simpel, ganz easy. So einfach ist das. Ja? Ich werde jetzt die einzelnen Schritte durchgehen. Ich werde alles cutten. Ich werde euch die einzelnen Parts unten als Timestamps verlinken. Und dann... Könnt ihr selber raussuchen, was ihr sehen möchtet und was ihr nicht sehen möchtet und so weiter und so fort. Da müsst ihr euch das ganze Gequatsche nicht von A bis Z geben, ja. Ich wünsche euch viel Spaß, ich hoffe, ich kann euch helfen, wenn es euch hilft. Oder wenn ihr noch Anregungen habt, bitte unten in die Kommentare, ja? Kommen wir zuallererst zu dem Einfachsten. Die Unas-Marken. Unas-Marken sind unabhängig von eurer Roster-Größe, ja. Wichtig ist, ihr müsst Level 50 sein, ihr müsst die Questreihe in Vern abgeschlossen haben, damit ihr die Unas-Quest freischaltet. Das ist ganz, ganz wichtig. Vorher funktioniert das nicht. Alles, was vor diesem Zeitpunkt liegt, wird in dem Video gar nicht angesprochen. Dort gibt es keine Möglichkeiten, Gold zu bekommen, es sei denn, ihr tradet Gold, indem ihr Skins verkauft oder so. Ja? So, ihr seid Level 50, ihr macht eure ersten Quests. Ja? Wir drücken Alt und J, dann öffnen sich unsere Daily- bzw. Weekly-Quests. Ja, eins von den beiden. Ihr seht auf der linken Seite, man kann 70 Punkte acquiren, ja? Also bekommen. Ganz, ganz simpel, 2 Punkte pro tägliche Quest und 12 Punkte pro wöchentliche Quest. Das sind in der Woche 36 hierüber. Ja, und wenn ihr aufgepasst habt, 2 Punkte täglich, 6 Punkte täglich insgesamt. Ja, 2, 4, 6. 6 Punkte täglich insgesamt. Plus, und das mal 7, also 42 Punkte. 42 Punkte plus 36 Punkte sind 78 Punkte. Ihr braucht 70 Punkte. Das ist alles mit einem Charakter machbar, ja, pro Woche. Ihr könnt am Tag werden 3 Charaktere a 6 Punkte gezählt. Das heißt, wenn ihr jeden Tag 3 Charaktere spielt, ja, die bekommen 6 Punkte. Diese 6 Punkte A3 sind 18 Punkte. Ihr braucht deutlich kürzere Zeit, um eure Marken zu bekommen. Aber die Unas-Tokens, selbst wenn ihr vergesst, die einzusammeln, werden die in euer Inventar gelagert. Ja? Also die werden an euer Roster geschickt, beziehungsweise müssten jetzt aktuell auf dem aktuellen Patchstand direkt in euer Storage kommen. Ja? Hier rein. Direkt. Ohne Umwege. Ganz wichtig, ich habe keine Quelle gefunden, die mir genau sagt, beim jetzigen aktuellen Patchstand, wann die Unas-Token steigen, weil die sind Item-Level, Max-Item-Level abhängig. Das heißt, ich nehme die, welcher Charakter in eurem Roster diese Tokens entgegennimmt oder die Quests macht, ist irrelevant. Komplett egal. Die Token-Größe, beziehungsweise die Menge an Tokens, die ihr bekommt, ja, ist abhängig davon, wie hoch der höchste Charakter in eurem Roster ist. Habt ihr einen Charakter auf 1580, müsstet ihr auf dem Stand sein wie ich. Bekommt ihr so 2400 ein paar zerquetschte. Ja. Ich kann euch die einzelnen Schritte nicht sagen, weil es für den aktuellen Stand, T1 und T2 wurden ja gemixt, das Item-Level hat sich verändert und so weiter und so fort. Ab 1250, bla bla bla, gibt es Veränderungen. Das gab es vorher nicht. Ich könnte euch das Alte sagen, aber das würde euch nichts bringen. Ne? Deswegen achtet da selber drauf. Euer Item-Level steigt, dadurch kriegt ihr mehr Tokens. Ja? Relativ simpel. Diese Tokens, ja, wenn ihr die im Inventar habt, die könnt ihr eintauschen bei einem Goldhändler. Dieser Goldhändler hat 3 unterschiedliche Kisten. Die erste Kiste ist kompletter Much. Nehmt die bitte nicht. Eine 100er Kiste kaufen. Tut mir einen Gefallen, wenn ihr wirklich effizient Gold farmen möchtet hiermit, erholt euch die 200er Kiste. Ich kann euch nur aus eigener Erfahrung sagen, dass die mir mehr Value bringt in der Woche, als das hier. Das hier ist ein Gamble. Ich habe immer gehofft am Anfang, ich hole die 500er Kiste und hoffe auf den 10.000er Barren, der goldene Barren, der da ist. Ja. Dann mache ich super viel Plus. Aber overall werdet ihr mit den 200er Kisten mehr Gold machen als mit den 500ern. Hier ist nicht so viel Value drin, dass es das 2,5-fache ist von dem hier. Ja, ganz, ganz wichtig. So viel dazu. Und das kann jeder machen, das ist ganz, ganz wichtig. Unabhängig des Item-Levels, unabhängig davon,
Also sobald ihr Level 50 seid, unabhängig davon, wie groß euer Roster ist, mit einem Charakter absolut easy abschließt. Ja. Kommen wir zum zweiten safen Punkt, den jeder von euch machen kann, unabhängig eures Item-Levels. Da geht es auch wieder darum, also ihr müsst Level 50 sein. Ich gehe immer davon aus, ihr seid Level 50, ihr habt Nordvern schon fertig. Ne? Ganz wichtig ist, das hängt auch wieder damit zusammen, wie hoch euer höchster Charakter im Roster ist. Je höher der Charakter im Roster, desto mehr Gold bekommt ihr. Ganz, ganz simpel. Es geht um die Abenteuerinseln. Ganz, ganz wichtig, wir starten ganz normal beim Anfang. Ja. Ihr habt unter eurer Minimap, habt ihr einzelne, wie nennt man die, Widgets? Einzelne Komponente, ja, die ihr nehmen könnt, um euren Tag zu vereinfachen. Ja. Ich habe zum Beispiel, ich habe meist den Codex drin, ich habe Find Party drin, ich habe Market drin und dann gibt es noch Adventure Item, also Procyons Kompass, ja, und der ist für uns wichtig. Entweder ihr macht es über den Procyons Kompass, ich zeige euch das jetzt einmal so, und dann zeige ich euch noch einen anderen Trick, da müsst ihr nicht hier unten immer klicken, ja. Procyons Kompass zeigt euch an, was ihr täglich machen könnt, ja. Was sind eure täglichen Aufgaben, was könnt ihr täglich machen? Wir haben den Gebietsboss, ja, da bekommt ihr so ein paar Sachen her, irrelevant, für uns nicht wichtig. Chaos Gate, komme ich später drauf zu, Abenteuerinsel und Primal Island. Für uns ist die Abenteuerinsel wichtig. Abenteuerinseln sind immer drei Inseln, von denen ihr euch eine aussuchen müsst. Außer am Wochenende, dort gibt es zweimal drei Inseln, ja, wo ihr euch jeweils immer eine aussuchen müsst. Gehen wir davon aus, ich möchte eines dieser Abenteuerinseln machen, dann, keine Ahnung, wir machen Monte. Wir haben eine bestimmte Uhrzeit, wann wir den machen können. Ja, die Uhrzeiten sind immer fest. 11, 13, 15, ja, und 19, 21, 23. Das sind die Uhrzeiten, wann ihr die Insel machen könnt. Ihr könnt eine Insel machen für den kompletten Tag pro Kader. Also wenn ihr die Insel gemacht habt, zählt es für das komplette Kader, könnt an dem Tag keine Insel mehr machen, außer Samstag und Sonntag, weil da gibt es 11, 13 und 15 Uhr eine Insel, die ihr auswählen könnt und 19, 21 und 23 Uhr auch nochmal eine Insel, die ihr auswählen könnt. Jetzt seht ihr bei den Inseln, die haben unterschiedliche Rewards. Ja? Expected Adventure Reward, also die erwarteten Belohnungen, die ihr bekommt. Ja? Die erwarteten Belohnungen, die ihr bekommt. Wir haben hier einmal Silber, blablabla, bla bla, irrelevant, hier Kartenpakete, irrelevant und hier gibt es Pirate Coins. Beziehungsweise Procyon Coins, Schifffahrtsmünzen oder so heißen die im Deutschen. Oder Seefahrtsmünzen oder so. Komplett irrelevant. Das, worauf wir achten, dreimal, ja, die Woche gibt es eine Insel und die ist random. Die kann auch eine Monte-Insel sein oder eine Volare-Insel, die euch Gold gibt. Dann habt ihr als Reward hier vorne so ein Gold-Icon, ja. Diese Insel solltet ihr machen. Dreimal pro Woche gibt es die, ja, das heißt, ihr könnt dreimal die Woche bis zu, ich mache jetzt aktuell zwischen 850 und 1100 Gold, je nachdem, welche Insel das ist, also bis zu 3000 Gold machen, kann ich dort machen, oder 2500 Gold. Gehen wir von 1500 sogar aus, mit 1500 bis 3000 Gold machen, ungefähr, pro Woche, je nachdem, wie euer Item-Level ist, ja, da solltet ihr auf jeden Fall jeden Tag drauf schauen. Jetzt zeige ich euch einen schnelleren Shortcut, ihr drückt Alt und Q, ja, geht dann auf Content und dann seht ihr schon, ja, Adventure Island, ja. Alt-Q, Content, Adventure Island, Shortcut und ihr seid direkt hier. Müsst nicht über die Minimap etwas machen. Dort könnt ihr Inseln machen, die haben einen festen Schedule, die macht ihr einmal, bekommt dann als Reward, wenn die Insel abgeschlossen ist, bekommt ihr dann Gold. Relativ easy. Kommen wir zu einem weiteren Punkt, wo ihr safe Gold machen könnt. Safe. Jeder von euch kann da Gold machen. Sobald ihr Level 50 seid und Item Level 250, bla bla bla. Habe ich schon erklärt, ja. Eure Handelsskills sind die Möglichkeit, wie ihr zusätzliches Gold machen könnt. Und, ganz wichtig, ich mache das, ohne selber Dinge herzustellen, die ich für mich gebrauchen kann. Ja. Also ich mache das nicht effektiv, ganz wichtig. Ich gebe euch ein Tool unten in der Videobeschreibung. Gibt es ein Tool, da könnt ihr draufklicken, das ist ein Link, ja, für eine Seite. Dort könnt ihr, wo habe ich das? Crafting Calculator heißt er. Ja, so. Das ist das Tool, das sagt euch, also ihr gebt hier die Punkte ein, hier gibt es auch ein Tutorial, der erklärt euch das alles, ja. Er muss sich euch nicht erklären. Der er,
erklärt euch, ab wann es sich lohnt, Dinge zu craften und wann nicht. Ganz wichtig, ja? Der erklärt euch, okay, ab jetzt könnt ihr mit den Materialien, die ihr hier habt, craften, dann macht ihr so und so viel Plus. Das ist ganz, ganz wichtig, ja? Das werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Hier ist es super wichtig. Fähigkeiten. Eure Handelsfähigkeiten, die findet ihr auf L. Ihr habt Sammeln, ihr habt Holz abbauen, ihr habt Steine abbauen, ihr habt Fleisch handeln, also Tiere jagen, ihr habt Angeln und ihr habt Ausgaben. Das, was den meisten Reibach macht, also das, wo ihr am meisten Kohle mitmachen könnt, ist Ausgraben. Warum? Weil ihr bei Ausgraben die Möglichkeit habt, etwas zu droppen, was insane viel Gold wert ist. Hier, Trade Skills und dann ist es Other wahrscheinlich. Hier. Wenn ihr lucky seid, könnt ihr sowas droppen. Das Ding geht immer für 19.000 weg, beziehungsweise für 20.000. Ihr seht das. Ja, in den letzten 5 Tagen wurde für 20.000, für 18.000 und so weiter und so fort verkauft. Ja. Das geht immer weg. Genauso wie die Legendären. Die gehen auch immer weg. Sind auch jedes Mal 2.800 Gold und so weiter und so fort. Wenn ihr Glück habt, droppt ihr die, könnt ihr die verkaufen. Deswegen ist Ausgrabung das lukrativste. Ich hasse aber Ausgraben, weil du ganz viel hin und her laufen musst. Macht keinen Spaß. Deswegen ist es bei mir auch relativ niedrig. 38. Ich mag fischen. Ich bin faul, ich mag fischen. Ich setze mich hier hin oder stelle mich hier hin, ja. Pack meine Angel, werf die aus. Warte ganz kurz, dauert irgendwie 3 Sekunden. Dann kommt so ein Fisch angeflogen. Angeschwommen. Ene, mene, meine, mo. So. Ausrufezeichen kommt. Ich nehme da Dingen rein. Boom, hab meine Fische. Ich kriege ein paar Fische. Die sammle ich, bis die Punkte weg sind. Fertig. That is it. Für mich sind am wichtigsten die weißen Fische. Ja? So, ich verkaufe den Kram. Jetzt gibt es die Möglichkeit, ihr könnt die Sachen verwenden, um Dinge herzustellen, die man verkaufen kann. Dafür ist das Tool, was ich euch gesagt habe. Damit könnt ihr noch relativ viel Gold machen. Je nachdem, könnt ihr nachschauen, lohnt sich das nicht, was mache ich, bla bla bla. Ja? Anhand eures Levels entscheidet ihr, wie viel ihr bekommt. Anhand eures Tools entscheidet ihr, wie viel ihr bekommt. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel die beiden Sachen, die ich am meisten mache. Dort habe ich Relikt-Items hergestellt. Ja? Ich gehe da nicht weiter drauf ein, weil ich davon keine Ahnung habe. Ich weiß nicht, was die besten Punkte sind. Ich habe keinen Plan. Ich habe welche hergestellt. Das funktioniert ganz gut mit denen. Fertig. Mehr weiß ich nicht. Ja? Also ich habe mich damit gar nicht auseinandergesetzt. Was ich aber weiß, ist, dass ich damit richtig Kohle machen kann. Ich setze mir immer, also ich farm immer ganz, ganz viele Fische. Ich hatte jetzt 25.000 vor ein paar Tagen. Die habe ich verkauft für 200. Ja? Ich sammle immer Fische. Hier seht ihr, ich habe jetzt schon wieder 13.000 von denen hier. Sammle immer Fische, ganz, ganz viel. Ja, sammle, sammle, sammle. Und dann verkaufe ich die. Dann gehe ich in den Markt. Ja, Search Market. Wie teuer sind die gerade? Die werden für 179 angeboten. Dann verkaufe ich die für 179. Gehen wir davon aus, ich würde die verkaufen, ja. Ich mache so alle 2 Tage. So 2.500 oder so, knapp 3.000. Ja? Ja, sagen wir, wenn ich komplett leer war, 2 Tage wieder gefarmt habe, 2.000 um. Ja? 2.000 à 200, ja, dann wären wir bei 4.000 Gold alle 2 Tage. Das heißt, ich mache in der Woche ungefähr 12.000 Gold. Ja, Pi mal Daumen, je nachdem, wie die Preise gerade sind. Ich verkaufe aber auch nur, wenn der Preis bei 200 ist. Vorher verkaufe ich nicht. Das heißt, ich farme, ich farme, ich farme. Ist es bei 200, verkaufe ich alles auf einmal. Ganz simpel, ja, ganz, ganz easy. Das sind nur die weißen Fische, die ich verkaufe. Ihr könnt natürlich auch die roten oder die blauen Fische verkaufen. Wir schauen einmal ganz kurz. Ich habe die jetzt die letzten Tage nicht verkauft. Die rote Fische, ja, ich verkaufe die für 8. So sind 10.000 Gold. Ja, ganz easy. Habe ich einfach gefarmt, fertig. Nächste. Die gehen gerade für, gehen wir von 57, gehen einen runter. Sind auch nochmal 4.000 Gold. Zack, und schon habt ihr ein bisschen mehr Reibach gemacht. Verkauft die Perlen oder so. Die sind bei 11 Gold gerade, verkaufst du für 10 Gold, ja, haust du rein, sind auch nochmal 1200. Also 15.000 Gold könnte ich immer noch machen, wenn ich möchte, ja. Bei denen ist es auch egal, ob die, da achte ich auch nicht so auf den Preis. Ne? Aber die könnt ihr auch zum Beispiel verkaufen und dann könnt ihr damit auch nochmal Kohle. Dasselbe habt ihr aber auch für Ausgrabungen, fürs Jagen, fürs Sammeln und so weiter und so fort. Das, wovon ich euch abraten würde, und das ist ganz, ganz wichtig, ist Holzfällen, ja. Außer ihr seid noch am Leveln. Holz fällen und Steine abbauen. Die bringen euch preis-leistungstechnisch am wenigsten. Jagen ist okay, weil ihr damit Urea-Fusionsmaterial herstellen könnt. Genauso wie Angeln. Und genauso wie Ausgrabung. Und bei den Pflanzen ist es so, dass ihr eure Tränke und eure Bomben herstellen könnt. Die ihr dann verkaufen könnt.
die auch immer gekauft werden, weil die immer gebraucht werden. Ganz simpel, ja. Das ist noch eine Möglichkeit, wie ihr Gold machen könnt. Ihr levelt die, ja, nochmal ganz, ganz kurz, um ganz kurz drauf einzugehen. Ihr levelt die, indem ihr die einsetzt. Je öfter ihr angelt, desto höher geht euer Level. Je öfter ihr abbaut oder sammelt, desto höher geht euer Level und so weiter und so fort. Ihr entscheidet selbst, womit ihr Gold macht. Ja. Und das kann jeder von euch machen. Mit einem grünen Tool, Anfängertool, was ihr einfach so für Silber kaufen könnt in einem Shop. Das ist so eine Spitzhacke. Ihr geht zu dem Typen, ja. Tut mir einen Gefallen, wenn ihr so eine Spitzhacke oder sowas kauft, achtet immer drauf, dass ihr, und das geht nur bei den Spitzhacken und so, dass ihr, wenn ihr das kauft hier, ja. Keine Ahnung, ich kaufe mal einfach ein paar, dass ihr Super Armor drauf habt. Ja, bräunig, bräunig. Alles Kacke. Wir brauchen Super Armor, damit wir nicht unterbrochen werden von irgendwelchen Monstern, wenn wir abbauen. Ja, geh einmal komplett durch hier, zack, kauf einmal 10.000, bla bla. Ja, hier genug Silber. Und dann Gathering Speed irrelevant. Hier muss Super Armor drauf, ja. Gain Super Armor, das ist es. Gain Super Armor when Pickaxing. Das ist wichtig, weil, wenn ihr abbaut und ihr werdet gehittet, baut er weiter ab. Der bricht es nicht ab. Das heißt, ihr könnt konstant abbauen, ohne dass es abgebrochen wird. Sonst werdet ihr immer abgebrochen beim Abbauen, wenn euch ein Monster hittet. Ist in bestimmten Bereichen sehr, sehr nervig. Ja? Nur so als Tipp. Ein Thema, was ich ganz, ganz kurz anschneiden möchte, ist das Platinfeld. Im Platinfeld, ihr habt über die Handelsfertigkeiten die Möglichkeit natürlich random ein Platin-Ticket zu bekommen. Das Platin-Ticket hat nur ein Item-Level von 250. Wenn ihr Alt und Q drückt, könnt ihr auf die Content-Liste gehen und auf euer Platinfeld zugreifen. Dort habt ihr zwei Variationen. Ja? Zum einen habt ihr Pflanzen abbauen, Holz abbauen, Stein abbauen oder Erze abbauen. Und dann zum anderen habt ihr Jagen, Angeln und Ausgrabung. Welches davon das bessere ist, kann ich euch nicht sagen. Ich persönlich mache immer Nature's Domain. Ja? Also ich sammle immer Pflanzen. Bitte tut mir den Gefallen, wenn ihr dort drinnen seid. Was die effektivste Variante ist, kann ich euch nicht sagen. Ich glaube, am effektivsten ist es, wenn ihr mit vier Charakteren spielt. Also mit vier Leuten, ihr und drei Freunden. Und diese drei Freunde keine Pflanzen haben wollen. Ihr die einzigen seid, die Pflanzen bekommen. Das wäre das effektivste. Weil ihr hier drin, ihr könnt Buffs sammeln und so weiter und so fort. Ihr habt 15 Minuten Zeit, so viel abzubauen wie möglich. Und am Ende kriegt ihr dann nochmal Bonus-Rewards, wo dann auch nochmal so Kisten drin sind. Ihr macht mit diesen Dingern, könnt ihr und das kommt darauf an, wie weit ihr seid, von 2000 Gold bis 10.000 Gold alles Mögliche machen. Je nachdem, wie die Preise gerade sind, je nachdem, wie schnell ihr seid, wie gut ihr seid, wie gut euer Equipment ist und so weiter und so fort. Ja? Von 2000 Gold pro Ticket bis zu 10.000 Gold pro Ticket könnt ihr alles machen. In 15 Minuten. Das heißt, ich habe jetzt auf der Bank. Und ich gehe mal so von 5.000 auf jeden Fall aus. Ich habe auf der Bank einfach 60.000 Gold liegen, indem ich diese Tickets habe. Relativ simpel. Ja. Wie diese Tickets funktionieren, das könnt ihr in einem anderen Video sehen. Nicht hier. Aber Platin-Tickets, absolut genial. Ganz wichtig. So, ich habe euch jetzt gezeigt oder gesagt, Dinge, die fest sind, die unabhängig davon sind, wie groß euer Roster ist und wie groß euer, also wie viele Charaktere ihr besitzt. Jetzt kommen wir zu den Sachen, da wird es wichtig, wie viele Charaktere ihr besitzt, wie weit ihr seid im Spiel und so weiter und so fort. Ja. Ich rate euch, also ich gebe euch als Tipp, ich spiele unmenschlich viel, also viel zu viel. Ich spiele viel zu viel. Ja. Mir macht es Spaß, deswegen spiele ich so viel, aber FOMO da nicht rein. Also FOMO bedeutet Fear of Missing Out. Habt nicht Angst, etwas zu verpassen, ja, sondern entspannt euch, spielt so, wie ihr möchtet. Ihr werdet, wenn ihr drei Charaktere spielt und ihr spielt die drei Charaktere aktiv, werdet ihr genug Gold machen, um diese drei Charaktere zu pushen. Spielt ihr zwei Charaktere und ihr spielt die aktiv, werdet ihr genug Gold machen, um diese zwei Charaktere zu pushen. Und so weiter und so fort. Spielt ihr 15 Charaktere, werdet ihr nicht genug Gold machen, um diese 15 Charaktere zu pushen, ja. Aber um zumindest eure sechs Hauptcharaktere zu pushen und so weiter und so fort. Deswegen entscheidet immer selber, wie viel könnt ihr euch zumuten, wie viel nicht. Bitte übertreibt es nicht. Ja, ich sehe sehr, sehr viele, die daran kaputt gehen und die sich den Spielspaß damit kaputt machen. Ich nicht, ich habe da immer noch Bock drauf. Also mir macht Spaß, unendlich viel Spaß sogar. Aber nur so das als kleiner Disclaimer, ja. So, jetzt kommen wir dazu, wie ihr zusätzlich richtig viel Kohle machen könnt. Wenn ihr geduldig seid, ihr müsst geduldig sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Für diese ganzen Andys, die immer upgraden müssen, jeden Tag, ich muss upgraden, ich muss upgraden, ich muss upgraden. Für euch ist das nichts. Ihr braucht das gar nicht gucken, schaltet einfach weiter.
Ja, also, das, was ich mache jetzt aktuell, ist, ich farme jeden Tag auf meinen Charakteren. Und das könnt ihr hier sehen, ja, die haben alle keinen Ruhebonus. Ja. Sind alle durch, keiner von denen hat Ruhebonus irgendwie. Ich muss bei denen noch Guardian machen, mache ich gleich, ja, im Stream. Aber die haben alle keinen Ruhebonus, ja. Ich laufe auf jedem meiner Charaktere jeden Tag zweimal Chaos Dungeon, einmal Guardian. Ja. Das sind die täglichen Aufgaben, die ihr machen könnt. Und die sind unabhängig von eurem Item-Level. Natürlich, je höher euer Item-Level, desto mehr Gold bekommt ihr dadurch. Ja. Aber ihr könnt, auf egal welchem Item-Level, könnt ihr Gold damit machen. Im Chaos Dungeon bekommt ihr ab, wenn ihr Glück habt, droppt ihr irgendwas Cooles, aber davon gehen wir nicht aus, das ist random. Ja. Im Chaos Dungeon bekommt ihr die hier und die hier. Diese beiden Dinger, die tradable sind. Die sind handelbar. Ja. Das sind einmal Weapon Stones und einmal Armor Stones. Die sind beide handelbar. Und beide verkaufen. Bei den Armor Stones habe ich mittlerweile. Es ist super schwer, die loszuwerden. Ab einem gewissen Level, ja. Die hier gehen noch. Die gehen gut, relativ gut weg. Aber. Das ist auch immer viel zu lang, um Dinge zu finden. Die hier zum Beispiel, genauso wie diese hier, gehen auch noch weg. Die hier gar nicht mehr. Ihr seht das, für ein Gold 2,3 Millionen. Bis eure dran sind, selbst wenn ihr die für 3 Tage reinstellt, und ich weiß, irgendeiner wird in den Kommentaren schreiben, bei mir hat das funktioniert. Wir haben das eine Woche lang, 3 Tage immer wieder die Sachen reingestellt, kontinuierlich, wenn die rauskamen, direkt wieder reingestellt. Ich habe meine nicht verkauft bekommen. Und ich habe nicht gerade wenig, Chat. Also, hier. Ich habe nicht gerade wenig. Ich farme jeden Tag, wie ihr sehen könnt. Ja? Ich werde die nicht los. Ihr werdet die auch nicht los. Was nicht schlimm ist. Da geht es hauptsächlich um die Weapon Stones. Die werdet ihr auf jeden Fall los. Die hier sind sogar insane. Ich würde die verkaufen, wenn ein neuer Charakter rauskommt. 25 Gold kriegt ihr dafür auf jeden Fall. Pro 10 Stück. Das sind 25.000 Gold, wenn ihr die komplett verkauft. Ja? Und das geht auch auf etwas niedrigerem Niveau, weil es immer Leute gibt, die ganz normal leveln. Das heißt, wenn die hier für ein Gold, werdet ihr auf jeden Fall los. Die werden immer für ein Gold gekauft. Ja, genauso wie die hier. Und die hier werdet ihr schon für 2 Gold los, beziehungsweise die sind irrelevant, die benutzt keiner mehr. Die hier sind wichtig. Die werdet ihr auf jeden Fall für 4 Gold los. Ja? Das heißt, das sind 4000 Gold. Ein Stack, 4000 Gold. Ein Stack, 4000 Gold. Immer so weiter. Ich habe von denen auch nie was, weil ich die auch immer verticke direkt. Also, ihr seht das bei mir. Ich habe immer alles gelagert. Hier ist voll. Und hier ist es voll, aber ich habe keine Weapon Stones. Weil ich die immer direkt verkaufe. Beziehungsweise jetzt gerade für meinen Paladin selber benutzt habe, bla bla bla. Hochgemacht. Ja. Chaos Dungeon, Materialien sammeln, Armor Stones für euch selber behalten, Weapon Stones verticken. Ihr upgradet eigentlich nur, wenn ihr es effektiv macht, mit den gebundenen Sachen. Ja, hier gibt es gebundene, die sind nicht tradable, und es gibt ungebundene, die sind tradable. Ja. Und das selber macht ihr, wenn ihr Guardian lauft, Wächter. Ja, Wächter Red. Dort bekommt ihr, und das ist sehr, sehr wichtig, die Dinger hier. Radiant oder Marvelous, komplett egal. Ich farm jetzt gerade für den Breaker. Deswegen gebe ich nichts aus. Ich habe jetzt zum Beispiel 1500 von denen. Ja. 1500 von denen gefarmt. Ich weiß nicht, wie viele ich am Tag mache. 200 Stück oder so mache ich am Tag. 1500 von denen gefarmt, ja. Ich stelle die rein. Für 24. Dann 40.000. Ja. Gehen wir davon aus, ich mache so 200 am Tag oder so. Sind in der Woche 1400, ich mache 40.000 in der Woche nur dadurch, wenn ich die verkaufen würde. Ist jetzt übertrieben gerechnet, ich weiß nicht genau, wie viel ich mache. Bei denen hier genauso. Braucht die aktuell gar nicht. Da ich nur mit gebundenen Materialien upgrade, ja, weil ich spare die aktuell. Wir haben 140, die habe ich nur gestern gemacht, glaube ich. Verkauft die für 124, ja, sind auch wieder 17.000. Zack, habe ich 60.000 Gold gemacht. Ruckzuck, ohne Probleme. Und da, ihr könnt auch die niedrigen Varianten davon, also die Anfangs-C3-Dinger davon, könnt ihr auch verkaufen. Das funktioniert, weil immer wieder neue Charaktere rauskommen, es fangen neue Spieler an, die kaufen den Kram im Auktionshaus. Immer. Tut euch selber einen Gefallen, geht nicht immer mit 1 Gold runter, wartet lieber, seid geduldig. Außer natürlich, ihr habt sowas hier mit 2 Millionen Dingern oder 400.000 Dingern, dann könnt ihr ruhig einen Gold runtergehen, wenn ihr ungeduldig seid. Ja? Aber damit könnt ihr sehr, sehr viel Gold machen. Und ich gebe euch einen Tipp. Mit einer der krassesten Farmer bei mir im Chat, die hat ewig gewartet, hat nur gefarmt, immer verkauft, 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 3 Millionen Gold gemacht. Die war ganz, ganz lange hinterher, und dann hat die mit dem Gold, was sie gemacht hat, indem sie immer verkauft hat, hat die ihre Charaktere so weit gepusht, dass sie jetzt mit einer der weitesten Charaktere,
Roster hat. Die ist Roster Level 300, die hat 6 Charaktere, absolut insane. Ja. Deswegen seid geduldig. Upgraden, wie gesagt, ist nichts für Leute, die konstant upgraden wollen. Weil die machen sowieso viel weniger Gold als die meisten. Ja. Das ist noch so eine Einnahmequelle, die ihr habt. Chaos Dungeon Guardians. Jetzt kommen wir zum spaßigen Teil. Der wöchentliche Teil, der am meisten Spaß macht für alle. Das sind wieder variable Sachen, ja. Die sind nicht fest, die sind variabel. Ihr habt die Möglichkeit, einmal in der Woche, wenn ihr ein bestimmtes Item-Level erreicht habt, das hier zu machen. Das mache ich heute, ja. Das ist der Abgrund-Dungeon, die Herausforderungs-Abgrund-Dungeon. Wenn ihr die könnt, ja, geht dort rein. Ihr braucht ein Item-Level von, weiß es nicht. Was für ein Item-Level braucht man denn hier? Das steht doch hier irgendwo. So ein Item-Level brauche ich. 1250, ja. Habt ihr ein Item-Level von 1250, könnt ihr an den Dingen teilnehmen. Und hier könnt ihr Gold machen, indem ihr Glück habt. Am Ende dieses Dungeons, am Ende von beiden Dungeons, gibt es eine Auktion. Und in dieser Auktion besteht die Möglichkeit, dass ein legendäres Kartenpaket random drin ist und ein Selective Pack random drin ist. Ja? Wenn da ein Selective Pack drin ist und ihr habt irgendjemanden, der sehr, sehr viel Gold hat und unbedingt noch Karten braucht, dann macht ihr übelst den Reibach. Weil das Gold, was dort eingesetzt wird in der Auktion, wird durch 3 geteilt. Ja, die 3 restlichen Spieler bekommen das Gold. Gehen wir davon aus, ich würde zum Beispiel für ein Selective Pack bis zu 25.000 Gold zahlen. Ja? Das heißt, die 3 Spieler, die dort drin sind, oder sagen wir 24.000 Gold, ja? Die 3 Spieler, die da drin sind, kriegen jeweils 8.000 Gold dann. Jeder. Wenn da ein Selective Pack drin ist. Und ihr habt zweimal die Möglichkeit. Die legendären Pakete gehen so für 3k weg ungefähr. Und das sind dann halt auch nochmal 1000 Gold, die ihr machen könnt. Wenn ihr Glück habt, ist natürlich nicht immer so, ist nicht fest, ist nicht 100%, aber die Chance besteht, ja, dass ihr dadurch Gold machen könnt. Das ist nochmal so ein Zusatzding, was sehr, sehr viele von euch vergessen. Ich auch ganz, ganz oft. So. Zusätzlich dazu. Dieses Video wird unendlich lang, es tut mir sehr leid. Zusätzlich hierzu. Gibt es die Legion Raids, die Legionskommandanten Raids, wo ihr Gold bekommen könnt. Legion Raids werden eure Haupteinnahmequelle sein. Ja. Jeder Charakter von euch, also es gibt 6 Gold Roster Charaktere, die ihr haben könnt. Gold Roster bedeutet 6 Charaktere, die Gold für euch verdienen können durch Legion Raids oder Abgrund Dungeons. Ja. Das seht ihr hier. Ihr habt hier auf der rechten Seite. Ihr könnt das hier so einstellen. Ja, ihr geht einfach, ihr habt euren Charakter, bla bla bla. Und dann könnt ihr einfach View All Status. Dann seht ihr hier, was ihr habt. Das ist einer meiner Gold-Charaktere. Ja? Ich zeige euch, wie ihr die einstellen könnt. Gold Earning Characters. Bei mir verdienen jetzt gerade mein Paladin, mein Striker, mein zweiter Paladin, mein dritter Paladin, die Glaive und der Bersi. Ich habe keinen Bock aktuell auf die Wettertante. Verdienen bei mir Gold, wenn die Raids laufen. Ja. Ihr könnt pro Charakter, den ihr hier ausgewählt habt, den könnt ihr immer am Anfang der Woche auswählen. Solange da auch noch nicht alle Gold verdient haben, könnt ihr die switchen. Ja, 6 Charaktere maximal. Könnt ihr 3 Gold Raids machen. Und das heißt 18 Gold Raids insgesamt. 18 mal Gold verdienen mit. Das könnt ihr mal entscheiden, indem ihr den Haken reinmacht oder den Haken nicht reinmacht. Hier war zum Beispiel kein Goldhaken drin. Den habe ich einfach so gemacht, weil es dort Materialien gibt. Hier habe ich zum Beispiel Gold verdient, ja. Unter den Goldraids zählen alle Legionsraids, ja, und Abgrunddungeons. Das heißt, wenn ihr mit einem Abgrunddungeon oder ihr habt 3 Abgrunddungeons gemacht und mit denen habt ihr Gold verdient, dann könnt ihr in den nächsten Legionsraids kein Gold mehr verdienen. Ich kann zum Beispiel jetzt Kakusaden, Vikes und Waltern, die 3 kann ich machen. Die geben mir Materialien, ja, und die Drops und so weiter und so fort. Nur kein Gold. Bekommen alles nur kein Gold. Sehr wichtig. Ja, das heißt, ihr könnt 6 Charaktere spielen und die bekommen alle Gold. Relativ easy, ja. Ich habe zum Beispiel, kann ich noch Gate 4 machen im Brett Chaser, das würde nochmal Gold geben. Wenn ich den Hardmode mache, gibt mir das 3000 Gold. Wenn ich hier zum Beispiel, die sind fertig.
Hier habe ich zum Beispiel noch ein komplettes Raid, komplettes Dingen offen. Ich kann Anker noch zu Ende machen. Da, ich habe ein Learning Raid gemacht. Wir haben nur Gate 1 abgeschlossen, aber ist nicht schlimm. Ja, dann mache ich das noch fertig, das noch fertig. Kriege ich nochmal 7000 Gold oder so. Vielleicht sogar mehr. Ja. Und dann gehe ich die Charaktere durch. Und als allererstes schaue ich immer, dass ich meine Gold Raids fertig kriege. Wir haben Dienstag jetzt. Und danach könnt ihr immer noch Raids machen. Aber so macht ihr eure Haupteinnahme werden eure Gold Raids sein. Ja? Weil, und das ist ganz, ganz simpel, ihr bekommt festes Gold, wenn ihr keine Kisten kauft. Zum Beispiel mache ich Clown. Auf keine Kisten, 4500 Gold pro Charakter. 4500 Gold mal 6 Charaktere. Ja, ihr seid bei 27.000 Gold. Nur für Clown. Ich habe 27.000 Gold gemacht, nur für Clown. Wenn ich denn Clown mit allen laufen würde. Laufe ich dann Bredchasa 1 bis 4 alle 2 Wochen, gibt die mir im Hard Mode 10.500 Gold. Das mal 66.000 Gold, beziehungsweise 60.000. 65.000 Gold, ne, warte mal. 63.000 Gold. Ja. Mathe, Mann. 63.000 Gold. Ja. Alle 2 Wochen. Laufe ich Arkan müssten, glaube ich, so 6k Gold sein oder so. Oder 8,5k Gold. 8.500 Gold, wenn ich keine Kisten kaufe. Das auch 6 mal. Ihr merkt schon, das läppert sich. Ich mache, wenn ich keine Kisten kaufe, 124.000 Gold. Nur durch Raids. 124.000 Gold alle 2 Wochen. Und jede Woche irgendwie 112.000 Gold. Nur durch Raids, nichts anderes. Aber das geht nur im hohen Levelbereich. Ne? Je niedriger ihr seid, Vaitan gibt euch, glaube ich, nur 1200, Vikas gibt euch 2000 oder so. Ab Kaku sind es dann 4500. Wenn ihr Bredchasa 1 und 2 macht, kriegt ihr auch 4500 im Normal Mode. Macht ihr den Hard Mode, sind es schon 5500. Geht ihr 1 bis 3, seid ihr bei 6000 oder 7500 und so weiter und so fort. Ja? Macht ihr dann zusätzlich noch einen Arcan oder so mit, dann macht ihr da nochmal ein bisschen mehr Gold. Macht ihr Cradle of Light, jetzt ist aktuell Trampled Garden, also Ivory Tower, gibt auch nochmal ein bisschen mehr Gold und so weiter und so fort. Aber ihr müsst bedenken, bei manchen kauft ihr halt Kisten. Ich habe zum Beispiel hier Kisten gekauft, weil da Materialien drin sind. Hier kaufe ich Kisten, da sind Materialien drin. Hier zum Beispiel gar keine und so weiter und so fort. Müsst ihr bedenken. Aber so, da könnt ihr sehen, ja. Da macht ihr euren Hauptreibach raus. So macht ihr am meisten Kohle. 100k pro Woche alleine durch Raids, ohne etwas zu verkaufen und so weiter und so fort. So, ihr Lieben, kommen wir zu etwas, was sehr, sehr underrated ist bei sehr, sehr vielen Spielern und nicht immer gern gesehen ist, aber ich werde es euch trotzdem sagen, weil es einer meiner absoluten Lieblings-Geldeinnahme, Goldeinnahmequellen ist. Wir haben schon etabliert, dass ihr täglich euren Chaos Dungeon machen sollt. Wenn ihr täglich euren Chaos Dungeon macht, bekommt ihr Folgendes im Chaos Dungeon. Das hier. Gems verkaufen ist lukrativ AF. Also ihr bekommt Gems und ihr bekommt Tickets, die euch auch nochmal Gems geben. Diese Gems könnt ihr pro Charakter sammeln. Die sind kaderweit, das heißt, ihr könnt die hin und her traden, wann immer ihr Bock habt. Und die könnt ihr hochrollen, verkaufen. Wenn ihr schon Gems habt, und ich sag euch jetzt, und so handhabe ich das auch, irrelevant, was die Leute davon halten oder nicht. Ab welchem Level ihr welche Gems haben solltet. Ihr solltet unter 1580 reichen vollkommen 5er Gems. Vollkommen, komplett. Seid ihr unter dem Item-Level von 1580, reichen 5er Gems. Vollkommen aus. Für jeden Content 5er Gems. Easy, gar kein Problem. Seid ihr 1580, solltet ihr 7er Gems haben. Ab 1600 solltet ihr anfangen, 9er Gems zu sammeln. So, fertig. Ihr braucht ab 1600 keine 9er Gems. Ist nicht notwendig. Wir haben alles geklärt, auch schon mit 7er Gems. Egal ob Arcan Normal, Arcan Hard, kack egal. Könnt ihr alles klären. Auch mit mehreren. Einer der besseren Spieler bei uns in der Static spielt, hat fast nur 7er Gems auf seinen Chars. Ja. Und zieht trotzdem jedem in DPS ab, weil er einfach gut spielt. Weil er gute Klassen spielt und weil er gut spielt. Fertig, ganz simpel. Ja. Das sind so die Reihenfolgen, wie ich Gems haben würde. Habt ihr auf euren Charakteren, die unter 1580 sind, 5er Gems, reicht das aus. Habt ihr auf euren Charakteren, die 1580 sind, 7er Gems, reicht das aus. Habt ihr bei 1600er Charakteren, fangt ihr an, 9er zu sammeln, reicht das vollkommen aus. Meiner Meinung nach. Ja, da werden jetzt ganz, ganz viele wieder auf die Barrikade gehen. Oh, die ganzen LG-Posts, bock, bock, bock. Kannst alles klären. Alles gar kein Easy.
Gar kein Ding. Unter 1580, was ist denn schwer? Brecciarsa 1 bis 1 bis 4? 4 vielleicht. Aber 1 bis 3 auf jeden Fall nicht. Ich habe zum Beispiel, ich kann euch sagen, der hat 4-10er und 4-7er. Der hat 4-9er, Rest 7er. Die Paladine haben alle dieselben Gems. Die hat die Event-Gems mit 7er und 8er. Die hat zum Beispiel nur 7er. Läuft auch Arcan jede Woche. Der hat Full 7er, die hat 5er, der hat 5er. 5er Gems, 5er Gems und die hat die Event Gems. So, ganz, ganz easy. Ganz simpel. Und der Sharpshooter, die Slayer und so, die werden so gut wie nie out-DPS. Es sei denn, die Leute haben 10er Gems oder so. Also ist fast nicht möglich, dass die out-DPS werden. Sei denn, ihr spielt jetzt irgendeinen Meta-Charakter. Ihr habt jetzt die Slayer auf Predator auf 1560 zu meiner Crit-Sorg. Dann wird die Slayer mich auf jeden Fall out-DPSen, wenn wir dieselben Gems haben. Wenn die Klasse einfach stärker ist, ja. Ganz simpel. Ihr braucht für bestimmten Content braucht ihr nicht so hohe Gems. Das ist alles schwachsinnig. Ihr könnt das mit Skill sehr, sehr gut we wegmachen. Wenn ihr natürlich keinen Skill habt, dann habt ihr ein Problem. Dann helfen euch natürlich höhere Gems. So. Was ich damit sagen will, ist, ihr könnt diese Gems verkaufen. Mit Gems mache ich den größten Reibach aktuell, also die meiste Kohle. Achtet da nicht so drauf. Wir haben ein bisschen gegambelt. Ich habe ein paar Sachen, also es haben Spiele aufgehört. Ich habe 10er Gems und so bekommen, aber ich verkaufe grundsätzlich, ja, meiner Sale History 8er Gems. Achtet jetzt hier nicht so drauf. Wir haben ein bisschen hochgeheult, wir haben ein bisschen Gambleglück gehabt. 8er und 9er Gems sind die ich verkaufe. Also das sind die ich erfarme. Ja, die 8er Gems, die werden erfarmt, werden verkauft. Hin und wieder kriegen wir 10er Gems, beziehungsweise machen wir 10er Gems. Ich habe jetzt dreimal Gamble gewonnen. Und dann machst du 150.000 plus. Wenn du Gamble verlierst, machst du 100.000 minus. Ist halt Kacke. Machst halt nichts. Ja? Unabhängig von dem Schmuck, den ich verkaufe, ist das hier, der hier ist safe jede Woche. Also ich habe einen Achter immer jede Woche. Manchmal habe ich zwei Achter, weil ich mache einen Achter und einen Siebener pro Woche mit meinem Roster. Ja, ich nehme die ganzen Gems, trade die alle auf meinen Paladin, roll die hoch, kriege einen Achter, den verkaufe ich. Auf den Achter. Dann habe ich einen Siebener übrig. Das mache ich 2 Wochen oder beziehungsweise 3 Wochen. Dann habe ich zwei Achter. Verkaufe die zwei Achter dann, macht dann 70.000 anstatt 35.000 und so. Das heißt, ich mache in 4 Wochen nicht die 105.000 Gold, sondern ich mache 140.000 Gold. Ungefähr. In 4 Wochen. 140.000 Gold durch Gems. Ja, und wenn wir dann mal Glück haben, ich habe zum Beispiel, ich hab auf super vielen Charakteren noch super viele Tickets. Ja? Ich habe, einer meiner Paladine hat, glaube ich, 50 Tickets oder so rumliegen. Wenn ich mal Lust habe und die Tickets laufe, mache ich dann nochmal ein paar Siebener mehr, noch ein paar Achter mehr und so weiter und so fort. Ja? Gems verkaufen ist super lukrativ. Ich sage euch auch, welche Gems am meisten, am schnellsten weggehen. Wenn ihr, und die habe ich auch markiert, Achter-Gems. Ihr sortiert einfach nach allen Charakteren, ja, Achter-Gems, 35.000. 8 Seiten, ja, die werden kontinuierlich gekauft. Wir haben den 9.1., die werden andauernd gekauft. Also die werden gekauft, ja, ihr seht das. Wir haben jetzt 4 Seiten mit Achter-Gems, ja, die gekauft wurden. Jetzt vergleichen wir kurz. Wir gehen auf 9er Gems. 9er Gems, 10 Seiten, die verkauft wurden, ja. Aber es gibt 36 Seiten. Ihr konkurriert miteinander. Viel, viel mehr. Wird immer wieder unterboten. Ihr seht das. 99, 75, bla 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 bla. Wird die ganze Zeit unterboten, ja. 1000, für 109.000, 100, 108.000 sogar und so weiter und so fort. Ihr macht ein bisschen weniger Gold, ja. Und bei 7ern ist es so, dass es noch mehr gibt. 140 Seiten. Und die werden auch kontinuierlich unterboten. Ja, die ganze Zeit. Andauernd werden die unterboten und die werden immer 11.500 gekauft, 11.500, 11.490 anstatt für fast 12.000. Ja, die unterbieten sich die ganze Zeit. Ja? Deswegen verkaufe ich 8er-Gems. Die bringen einfach mehr. Ja, die bringen euch einfach. Beziehungsweise die sind schneller weg und die sind safe. Ja, da gibt es nicht so viele Leute, die verkaufen. Sehr, sehr nice ist. Das Angebot ist niedrig, die Nachfrage ist immer noch genauso hoch wie bei den anderen Gems, weil die Leute 3 Achter kaufen und dann hoffen, dass sie einen 9er Damage Gem bekommen, den dann verticken. Ja. Gems, also Juwelen, sind etwas, die sehr, sehr viel Gold bringen. Die T2-Dinger sind nichts wert. Also die sind irrelevant. Wir reden nur von T3, ja. So, ihr Lieben, zum krönenden Abschluss, ja, ganz, ganz wichtig.
Es wird bestimmt noch tausend Dinge geben, wie man Gold machen kann. Man kann den Markt studieren, man kann. Also ich glaube, die Leute mit dem größten Reibach machen, glaube ich, studieren den Markt. Dann gibt es Leute, die super, super viele Busse anbieten, ja, dadurch relativ viel Gold machen und so weiter und so fort. Alles in allem habt ihr unendlich Möglichkeiten, an Gold zu kommen. Ja. Ich möchte euch jetzt ganz kurz aufzeigen, wie, wenn ihr ein Roster meines Kalibers habt, ja, wie viel Gold ihr ungefähr machen könnt. Damit ihr ungefähr Bescheid wisst, womit ihr rechnen könnt. Ich mache ungefähr pro Woche, ja. Ungefähr. Das hängt immer davon ab, wie gut das läuft, wie aktiv ich auch farme und so weiter und so fort. Ja. Nur damit ihr seht. Und das sind alle 2 Wochen, weil ich jetzt Bretschaser Hard Mode 1 bis 4 eingerechnet habe. Sonst wären es 3k weniger für 5 Charaktere. Also nochmal 15k weniger bei den Raids. Ja. Ich laufe mit all den Charakteren, ja, wenn ich Gold Roster laufe und Hanumatan und so weiter und so fort, ja. Mache nur durch die Raids 129.000 Gold. Nur durch die Raids. Auf zweimal World is Normal aktuell. Ab nächste Woche dann World is Hard. Ich laufe zweimal Arcan Hard Mode. Ich laufe dreimal Arcan Normal Mode. Ich laufe Kyangel dreimal im Hard Mode. Ich laufe Kyangel einmal im Normal Mode. Wir laufen fünfmal Brell Hard Mode 1 bis 4, einmal Brell Hard Mode 1 bis 3 und einmal Clown. Weil ich jetzt gerade den Bersi drin habe, weil mir die Wettertante nicht so viel Spaß macht. Ja. Das alles zusammen. Kyangel werden keine Kisten gekauft. Ja. Brell Charizard werden keine Kisten gekauft. Clown natürlich auch nicht. Im Arcan kaufe ich alle Kisten und in Voltes kaufe ich auch keine Kisten. Alles in allem komme ich auf 129.000 Gold in der Brell-Woche. Ja. Ansonsten würde ich so auf 112.000 Gold kommen. 112 sagt man ungefähr. Ja. Nur durch Raids. Dann mache ich jede Woche einen 8er Gem durchs Farm. Dieser 8er Gem ist jetzt gerade bei 38.000 Gold, aber der Durchschnitt liegt ungefähr bei 35.000 Gold. Ja. Das heißt, ich mache pro Woche, eigentlich mache ich einen 8er und einen 7er. Das heißt, alle 4 Wochen mache ich 5. Ne, warte mal. Alle 3 Wochen mache ich 4 8er Gems. Lol. So, aber wir rechnen mit einem 8er Gem pro Woche, das sind 35.000 Gold. Jetzt gerade liegt er ungefähr bei 38.000 oder so. Zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ja. Die liegen gerade, ja, 36, 37, die gehen gerade hart runter wieder. Aber man kann so zwischen 37, 38.000, ne? Gehen wir von 35.000 Gold aus. Ja. Dann sind wir jetzt schon bei 100, 164.000. Und dann habe ich noch Leapstones. Ich mache am Tag 52 Radiant, die ganz großen, und 84 Marvelous. Die darunter, ja, die Radiant sind in der Woche bei 364. So 364 Radiants pro Woche. Wenn wir die für 110 Gold verkaufen, der Preis sinkt gerade, ja, sind wir bei 40k ungefähr. Und 588 Marvelous pro Woche, also die zweithöchsten. Aber die verkaufe ich aktuell nicht. Aber wenn ich die verkaufen würde, dann für 15 Gold, glaube ich, aktuell. Ich weiß nicht, wie der Preis gerade ist. Wir können mal kurz checken. Wir sind sogar bei 24. Ich habe mit 15 Gold gerechnet, also ungefähr 10k, ja. Das heißt, ich mache durch Sprungsteine nochmal 50.000 Gold pro Woche, wenn ich alles verkaufen würde. Aktuell spare ich, ja. Und ihr müsst bedenken, da ist kein. Ich habe jetzt zum Beispiel alleine diese Woche 70.000 Gold aus dem Chaos Dungeon bekommen, nur durch diese Gold Chest. Im Stream. Also komplett bescheuert. Das kommt nochmal oben drauf. Dann hab ich zum Beispiel eine Kette verkauft für 40k. So, das sind Sachen, die ich nicht mit einberechne, ja. Ihr könnt super viel, also ich mache so 200k safe jede Woche. 200.000 könnt ihr safe mitrechnen, ja. Bei meinem Roster aktuell. Und ich spiele 12 Charaktere. Ich spiele 4x1580 plus, 6x1580 plus und 6x1540 plus, ja. 200k sind safe plus das, was oben drauf kommt, wenn ich was droppe, etc. pp, ja. Also ich gehe in der Woche mit, wenn alles gut läuft, mit 300k raus. Ja. Und da müsst ihr bedenken, ich bin keiner, der den Markt flippt. Ich bin keiner, der Busse anbietet für Gold oder so. Die Leute machen nochmal das Doppelte, wenn nicht sogar das Dreifache pro Woche. Ja. Also ihr könnt super viel Gold machen. Ihr könnt das auch runterrechnen. Es gibt Leute, die machen nur halb so viel, machen dann trotzdem 100k pro Woche. Und so weiter und so fort. Ja. Damit ihr so einen kleinen Einblick habt, wie viel Gold ich mache. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen weiterhelfen. Ich hoffe, ihr habt jetzt so ein paar Anhaltspunkte, wie ihr an Gold kommen könnt. Ja, wie ihr Gold machen könnt.
Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn ihr möchtet, schaut gerne bei mir auf Twitch vorbei. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr da auch direkt live Fragen stellen. Ansonsten unten in den Kommentaren. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen absolut fantastischen Tag. Macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.